Stehen vor dem wichtigen Haushaltsplenum und wir haben als AfD-Fraktion uns natürlich auch kritisch mit dem Haushaltsentwurf der Regierung auseinandergesetzt und haben dort eine ganze Menge eigene Akzente mit Änderungswünschen jetzt auch, mit Änderungsanträgen auch eingebracht. Das wollen wir Ihnen heute kurz vorstellen und uns dann auch noch den Rückfragen stellen. Wir haben insgesamt 225 Änderungsanträge zum bestehenden Haushalt. Und wir haben natürlich wie immer als AfD-Fraktion unsere Änderungsanträge auch immer mit Deckungsvorschlägen gedeckt, sodass durch unsere Wünsche keine Mehrausgaben entstehen. Im Unterschied zu anderen Fraktionen, die das gerne mit Verweis auf den Gesamthaushalt einfach abtun. Der jetzige Haushalt ist ein Rekordhaushalt, das wissen Sie bereits. Also wir geben als Freistaat Sachsen in den nächsten 2 Jahren so viel Geld aus wie noch nie. Dazu muss man aber sagen, es gibt auch was Neues, und zwar ist das, greifen wir stark in die Rücklagen. Professor Unland hatte ja als ehemaliger Finanzminister immer eine sehr sparsame Haushaltspolitik gefahren. Das ist jetzt anders. Wir haben 2019 einen Griff in die Rücklagen in Höhe von 760 Millionen Euro und 2020 von 640 Millionen Euro. Das ist Geld, was uns natürlich in der Zukunft fehlen wird, und da kann man verschiedener Meinung sein, ob das eine gute oder eine schlechte Investition ist in der Größenordnung. Unsere Änderungsanträge gehen vor allen Dingen in die Bereiche Soziales und Sicherheit. Wir haben in unseren Änderungsanträgen wichtig drin ein sogenanntes Landespflegefördergeld. Das wurde bei uns im Plenum schon beantragt. Wir haben es jetzt in der Haushaltsplanung auch mit drin. Wir wollen damit die häusliche Pflege stärken. Ein Großteil der Pflege findet in der Familie statt. Das ist für die meisten mit Einbußen beim Beruf verbunden, weil sie eben verkürzt arbeiten müssen. Das wollen wir ein Stück weit ausgleichen, so wie das Bayern übrigens auch macht. Bayern hat ein eigenes Landespflegefördergeld, das wollen wir auch in Sachsen machen. Und wir wollen natürlich durch die Stärkung der häuslichen Pflege eben auch die Pflege im Pflegeheim ein Stück weit entlasten. Die ist ja sehr teuer und für viele auch eine große finanzielle Belastung, weil es ist ja noch nicht gedeckelt, auch wenn die Diskussion dazu gerade läuft. Wir haben zum Zweiten im Bereich Schule ein großes Paket drin, und zwar ein kostenloses Mittagessen für Grundschüler. Das heißt, wir wollen jede Schule mit 4 Euro pro Kind und pro Tag bezuschussen für die Versorgung, um zum einen natürlich die Eltern zu entlasten und zum anderen eben auch, um zu gewährleisten, dass es ein gesundes, hochwertiges Essen sein darf. Und dann vielleicht noch zum Bereich Sicherheit. Sicherheit haben wir, das ist auch nicht verwunderlich, im Polizeidienst ja die Situation, dass wir einen Großteil der Stellen jetzt auffüllen müssen, die fehlen. Die Polizeigewerkschaft spricht von bis zu 3000 Stellen, die mehr da sein müssten. Das werden wir in absehbarer Zeit nicht erreichen können, weil die Polizisten natürlich eine 4-jährige Ausbildung machen müssen, ehe sie zur Verfügung stehen. Damit das schneller geht, haben wir 100 zusätzliche Stellen in der Ausbildung von Polizisten jetzt im Haushalt drin. Also bisher sind 700 Ausbildungsstellen im Freistaat. Wir wollen das auf 800 erhöhen, damit wir eben relativ schnell dieses Defizit auffüllen können. Wir wollen die sächsische Sicherheitswacht ebenfalls verdoppeln, von jetzt 600 auf 1200 Stellen. Die Sicherheitswacht sind ja die Personen, die über eine kurze Anlernzeit in den Wachdienst gehen und damit einen Teil eben auch der Aufgaben mit übernehmen können, die sonst die reguläre Polizei macht. Das ist eine relativ schnelle Maßnahme, um dort zu mehr Personal im Bereich Sicherheit zu kommen. Und wir wollen die Staatsanwaltschaften um 50 weitere Stellen erhöhen, damit eben auch die ganzen Strafverfahren abgearbeitet werden können, die sich jetzt stapeln. Und der dritte Bereich, sage ich mal, ist der Bereich des Justizvollzugs. Dort haben wir sehr hohe Belastungen beim Personal und wir haben zunehmend Probleme, Nachwuchs heranzuziehen, weil es ein sehr unattraktiver Beruf geworden ist. Dort wollen wir einen 50-prozentigen Zuschlag zur Ausbildung für Anwärter für den Justizvollzug, um dort zumindest über die attraktivere Ausbildung Personal und Nachwuchs zu bekommen. Außerdem noch im Bereich Sicherheit, wir haben gerade in den grenznahen Gebieten, Görlitz, Erzgebirgskreis, auch Bautzen,
mit Grenzkriminalität in Größenordnung zu reden, also wo auch wirklich sehr, sehr, sehr teure Technik inzwischen und sehr große Landtechnik zum Beispiel entwendet wird. Dort wollen wir die Unternehmen unterstützen mit der Anschaffung von Sicherheitstechnik, dass die das eben nicht aus ihrem Betriebsvermögen bezahlen müssen, sondern dass es dort eine Zulage vom Freistaat gibt. Das halte ich übrigens auch für angemessen, weil die offenen Grenzen sind eine politische Entscheidung. Das haben sich die Firmen nicht ausgesucht. Und wenn der Staat denkt, er muss seine Grenzen nicht bewachen, dann soll er wenigstens den Unternehmen helfen, damit sie nicht so eine großen Einbußen haben. Und dann nochmal zum ländlichen Raum. Wir hatten ja im letzten November, oh, jetzt kommt noch jemand. Ja, guten Tag. Zum ländlichen Raum. Wir hatten ja ein großes Paket zum ländlichen Raum selber vorgeschlagen, was man an Einzelmaßnahmen machen muss. Das eine dabei ist die finanzielle Stärkung der ländlichen Kommunen, die ja oftmals überhaupt nicht mehr über Eigenmittel verfügen. Dort hat der Freistaat ein Stück weit jetzt nachgezogen. Die Regierung möchte selber eine Pauschale auszahlen an kleine Gemeinden. Das ist allerdings viel zu wenig. Der Regierungsentwurf sieht 30 Millionen pro Jahr vor für die Gemeinden und wir wollen das verdreifachen, wir wollen 90 Millionen pro Jahr, was am Ende trotzdem nur heißt 70.000 Euro für Gemeinden. Das ist ja trotzdem nicht viel, aber oftmals wird das Geld eben eingesetzt, um überhaupt Förderprogramme in Anspruch zu nehmen, wo man dann 80 oder 90% Förderung hat. Also das kann schon ein Hebel sein, der gerade den kleinen Gemeinden hilft. Bei den größeren sind die 70.000 Euro natürlich nicht so wirkungsvoll, aber die haben in der Regel, wenn sie größer sind, die Gemeinden auch mehr Spielräume. Das vielleicht ganz grob. Sie finden in der Mappe dann relativ umfangreich nochmal alle unsere Änderungsanträge mit den Deckungsvorschlägen, also an welchen Stellen wir sparen wollen. Sehr ausführlich, wenn Sie das nochmal nachschauen wollen. Und das würde ich erstmal sagen, das reicht erstmal als Einführung von meiner Seite. Ich frage mal meinen Kollegen hier, unseren finanzpolitischen Sprecher, den André Barth, was er noch denkt, was ich jetzt wichtig ist, vielleicht vergessen habe, was wir gleich eingehend mit vortragen sollen. Und dann können wir gerne auf Ihre Fragen eingehen. Ja, eigentlich warst du schon ziemlich umfassend. Ich will vielleicht noch auf den einen oder anderen kleineren Punkt hinweisen. Modellvorhaben kostenloser ÖPNV. Einen kostenlosen ÖPNV sachsenweit zu etablieren, würde Hunderte von Millionen kosten und wäre ein sehr großes Experiment, weil man die Auswirkungen tatsächlich nicht flächendeckend sofort einschätzen kann. Deshalb haben wir uns entschieden, in einem Art Modellprojekt einen Landkreis herauszusuchen, wo wir einen kostenlosen, flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr im Zeitraum von 6 bis 17 Uhr für Schüler, für Lehrlinge, für Azubis und für Rentner anzubieten, das 2-3 Jahre laufen zu lassen und dann sehen, ob die Angebotsnachfrage steigt und somit es möglich wird, dass man letztendlich mittelfristig einen attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr damit etablieren kann. Ich sage nur, die Alpenländer sind ähnliche Wege gegangen. Dort funktioniert das, dort müssen wir mal ein bisschen unseren Blick hinwerfen. Wir haben aber im Moment nicht genug Steuermittel, um das sozusagen sachsenweit einzuführen. Was uns immer ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch Förderung von Investitionen in Krankenhäusern. Dort gibt es seit vielen Jahren einen Investitionsstau, investive Mittel der Krankenhausförderung werden auch sozusagen in den operativen Geschäften mitverwendet. Hier ist es einfach so, wenn wir den ländlichen Raum stärken wollen, müssen wir auch Investitionen sachsenweit in unsere noch bestehenden Krankenhäuser tätigen. Und da hinkt die Staatsregierung seit vielen Jahren den tatsächlichen Investitionsstau hinterher und hält nicht genügend Mittel für Investitionen und für Bestandserhaltung bereit. So, zwei Fragen habe ich. Zum einen, bevor wir als alle selber in den Tabellen schauen, bei den Einsparungen Asyl und Integration, wo sind da die Schwerpunkte, wo Sie einsparen würden? Und zum Zweiten, das Mittagessen für Grundschüler. Das ist Ihrer Meinung nach unabhängig jetzt vom Einkommen der Eltern für alle kostenfrei oder gibt es da eine Staffelung? Das ist unabhängig für alle Eltern. Ja, ganz genau. Das sind im Prinzip drei oder vier Haushaltstitel.
weil es im Prinzip um öffentliche Schulen geht, Zuweisung an Gemeinden, je nachdem, wer die in der Hand hat, und natürlich auch Grundschulen in freier Trägerschaft. Und dort raus ergibt sich sozusagen dann auch die jeweilige Gegenfinanzierung. Das ist Einzelplan 05, wenn Sie da mal hineinschauen wollen. Ja, bei Asyl und Integration, das ist jetzt ein bisschen andersrum. Wir sagen halt, Integration beginnt nicht bereits mit der Ankunft in Deutschland, sondern eine Integration kann erst dann beginnen, wenn wir ein zeitlich befristetes Bleiberecht aufgrund einer Verwaltungsentscheidung durch Gerichte oder durch Behörden haben. Wir in Sachsen betreiben aber eine Politik, wo man manchmal das Gefühl haben könnte, sobald ein Asylbewerber seinen ersten Fuß nach Sachsen gesetzt hat, wo der Status überhaupt noch nicht feststeht, wird mit Integrationsmaßnahmen versucht, hier diese Bürger in unsere Gesellschaft zu integrieren. Asyl und Genfer Flüchtlingskonvention bedeutet aber nur ein zeitlich befristetes Bleiberecht in Deutschland. Und deshalb sehen wir viele oder einige Kosten, die für Integration ausgegeben werden, als zu viel an. Wenn wir Zuwanderung brauchen in Teilbereichen unserer Gesellschaft, dann müssen wir das mit einem effizienten Einwanderungsgesetz machen und können nicht über, sagen wir mal, über die Hintertür des Asyls versuchen, unsere Probleme, die wir kurz- oder mittelfristig im Arbeitsmarkt haben, auf diese Art und Weise zu lösen. Und deshalb sagen wir, die Integrationskosten können teilweise eingespart werden und können auch an anderer Stelle effektiver ausgegeben werden. Nochmal nachgefragt, da geht es Ihnen also um sowas wie diese Erstorientierungskurse oder alles, was so am Beginn... Also um ein plakatives Beispiel zu nehmen, wir sind halt nicht der Meinung, dass wir ein eigenes Ministerium für Integration brauchen. Das ist in anderen Ländern eine ganz normale Aufgabe, die im Bereich des Innenministeriums durchgeführt wird. Die Asylbewerberzahlen sind deutlich rückläufig. Die Bedeutung des Ministeriums als solches von der Quantität her ist zurückgehend im Vergleich von 2015, 2016. Und deshalb kann man ausdrücklich noch diskutieren, braucht man so ein Ministerium? Wirklich setzt man so einen Schwerpunkt in Regierungsarbeit oder ist das ein Schwerpunkt, den man durchaus auch im Innenministerium auf Verwaltungs- oder Abteilungsebene effizient lösen kann? Das wird jetzt auch für den Bereich Gleichstellung mitgelten. Ja. Also ich habe das gefragt, Sie meinen also das Haus von Frau Köpping, was ja neben Integration und Gleichstellung beackert. Ja. Also das Ministerium ist ja neu eingerichtet worden sozusagen, damit die SPD ein Ministerium mehr hat. Also das halten wir für entbehrlich. Es ist ja auch nicht ausgestattet wie ein normales Ministerium. Das ist ja wirklich so ein kleines, feines Produkt, um ein paar Personen mit Einkommen zu versorgen und der SPD das Gewicht in der Regierung zu geben. Das Ministerium halten wir für entbehrlich. Das ist aber nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist wirklich, wie gehen wir an die Migration ran, und wir haben... Sag ich mal, wir wissen, dass wir die rein politisch Verfolgten, dass das minimal ist, das ist 1% oder weniger der gesamten Menge an Migranten, die zu uns kommen. Und der Rest ist entweder Wirtschaftsmigranten oder eben Kriegsflüchtlinge. Bei den Kriegsflüchtlingen gehen wir davon aus, dass die nach Beendigung des Krieges zurückgehen. Das heißt, Integrationsbemühungen sind im Prinzip für diese große Menge von Menschen überhaupt nicht notwendig. Das heißt nicht, dass wir das auf null kürzen wollen, weil wir natürlich auch in der Verantwortung sind, die Menschen, die jetzt eine Zeit lang bei uns sind, gerade die Jugendlichen zu bilden. Wir wollen das in ihrer Heimatsprache machen, wir wollen die auch beruflich auf die Rückkehr vorbereiten. Aber die Bemühungen sozusagen, die jetzt alle in unsere Gesellschaft zu integrieren, die kosten sehr, sehr viel Geld. Die sind zum großen Teil wenig erfolgreich. Das wissen wir ja aus den Rückmeldungen von den Abbrechen von irgendwelchen Integrationskursen beim Deutsch oder auch in der Schule. Und dort denken wir, da können wir eine ganze Menge Geld sparen, und das kann man besser einsetzen für andere Dinge, die wir sinnvoll halten. Sie haben ja die Vorschläge gehört. Ich würde mal weitermachen bei dem zurzeit populären ÖPNV-Thema. Es ist ein Vorschlag, es ist noch nicht so in trockenen Tüchern. Große Frage, ob es überhaupt kommt, aber trotzdem mal, schwebt Ihnen da schon ein Landkreis vor? Görlitz. Also wir haben...
Wir haben uns mit dem ÖPNV im Landkreis Görlitz relativ intensiv auseinandergesetzt, weil die Silke Grimm, unsere verkehrspolitische Sprecherin, die sitzt auch im Kreistag von Görlitz und deswegen schwebt uns da Görlitz vor. Und sag mal, das Novum, sage ich mal, wo wir auch durchaus was anderes, was Neues wollen, was die Regierung nicht will, ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen in den ländlichen Räumen die Senioren mit reinnehmen, in die kostenlose Beförderung. Die Regierung will da das Bildungsticket, wo Schüler und Azubis umsonst fahren. Wir wollen bewusst die Senioren mit reinnehmen, weil wir in den ländlichen Räumen natürlich eine Überalterung der Bevölkerung haben. Und die ländlichen Räume haben eben auch das Defizit, wenn man dort selber kein Auto hat oder nicht mehr Auto fahren kann, weil man, sage ich mal, gesundheitliche Defizite hat, dann ist man abgehängt, dann muss man zwangsläufig in die Ballungszentren umziehen. Und dort können wir, denke ich, mit so einem kostenlosen Seniorenticket sehr gut gegensteuern. Also ein kostenloses Ticket für Schüler, Azubis, Senioren. Ja. Zwischen, ich hatte es vorhin nicht gemerkt, schon 6 und 17 Uhr. Ja. Hatten da Pi mal Daumen schon gerechnet, was das den Freistaat kostet, dieses Experiment? Da steht drin? Ja. 2019, wenn das Projekt anfängt, das hat ja eine gewisse Anlaufphase, 8,3 Millionen und 2020 dann 11,7 Millionen. Und was man beim ÖPNV noch sagen muss, wir haben ja auch einen Antrag ÖPNV unlängst hier im Sächsischen Landtag gespielt und hatten da auch als Forderung aufgestellt, dass man mittelfristig darüber nachdenken sollte, ob wir die 5 Tarifverbünde, die wir in Sachsen haben, ob wir die wirklich brauchen. Davon hat niemand Notiz genommen, als aber dann der Wirtschaftsminister in einem lichten Moment diese Forderung aufgemacht hat. Da war dann ein sehr großes Bohai in der Presse zu lesen. Also ich sage es mal so, wir haben im ländlichen Raum auch sehr viele Probleme, gerade an den Tarifzonengrenzen, wo Schüler von einem Landkreis durchaus in den anderen Landkreis fahren. Und das sind die wirklich benachteiligten Menschen, für die sich dann keiner global verantwortlich führt. Und ich sage es mal, bei einem Land mit 4 Millionen kann man auch flächendeckend einen Sachsenverbund als solches schaffen. Das muss langfristig unser Ziel sein. Insofern sage ich, hat dort der Wirtschaftsminister auch mal eine gute Idee geäußert, hat natürlich dafür auch sehr viel Kritik geerntet. Das würde uns einige Probleme im ÖPNV durchaus helfen zu lösen, ohne dass es mehr Geld kostet. Das Bohai muss ich natürlich erklären, aber obwohl Sie es eigentlich auch wissen, ist natürlich eine Frage der Macht. Mhm. Wenn Herr Dulich sagt, er macht, das ist so anders, als wenn die Oppositionsfraktion sagt, das macht. So. Das nur zur Information. Ja. Unter diesem Stigma leiden noch andere Oppositionsfraktionen, ja, die mitunter interessante Vorschläge machen. Wenn ich auch noch direkt dazu, Landkreis deswegen, weil das auch im Falle von Görlitz gleichzeitig der Verkehrsverbundraum ist, ne? Also dann kann man es auf einen mit dem ZVON oder? Das müsste so sein, also ich will mich jetzt nicht zu weit rauslehnen, weil ich das nicht genau weiß. Hat der Kreis Görlitz nur einen Verkehrsverbund? Nee, ich glaube, der ist weitergehend, aber er ist der günstigste Kreis dafür. Mhm. Weil wie will man das dann machen? Mit dem Verkehrsverbund ist ja nicht gleichzeitig die Landkreisgrenze. Also kämen ja Rentner, die möglicherweise knapp hinter der Landkreisgrenze wohnen, aber mit demselben Verbundticket fahren eben nicht in den Genuss, beziehungsweise im Landkreis wohnen. Ja, wir haben es am Landkreis festgemacht, damit wir sozusagen das beschränken. Also als Modellprojekt für das ganze Land wird es entschieden zu teuer und es würde natürlich bedeuten, dass man es an der Wohnadresse dann festmacht, wer in dem Modellprojekt mit drin ist und wer nicht. ÖPNV und dann habe ich auch noch eine Asylfrage. In der Liste ist vielleicht ein kleiner Lapsus in diesem bei ÖPNV, da steht einmal der AfD-Antrag 11,7 Millionen für 2020 und bei Mehrausgaben dann 11,3. Nur damit wir alle das ist schreiben. Ein Lapsus, das sind 11,7. Und kriegt der Mutter aber ist ja auch sehr aufmerksam. Ja. Die 13 Anträge auf Einsparungen von 109 Millionen zu Asyl nochmal und 111 Millionen Euro. Es gibt ja diverse Verpflichtungen, die man als Sachsen hat. Ja. Und dann gibt es wiederum auch auf der anderen Ebene in Sachsen selbst, hat man sich geeinigt mit den kommunalen Spitzenverbänden auf die Asylpauschale für die Kommunen. Ist es bei Ihnen, Herr Barth hat das wahrscheinlich präsent, wie viele Ausgaben überhaupt für Asyl und Integration ausgegeben werden? Sind diese 109, 111 Millionen also tatsächlich eine Sache,
die in die Landeskompetenz fallen, weil Sie ja vorhin davon gesprochen haben, wir wollen, Integration geht bei uns erst später los mit den Blindings, oder wird Ihnen dann irgendein Gericht sagen, nee, das dürfen Sie nicht machen? Nee, also wir haben einen genauen Plan davon, dass wir ein dreigliedriges System haben und dass der Freistaat Sachsen in der Mitte steht. Das heißt, wenn wir natürlich bei Integrationskosten im Freistaat Sachsen Geld einsparen, müssen wir auch damit rechnen, dass es natürlich dann weniger Bundeszuweisungen gibt. Und wir werden keinesfalls auf Lasten der Landkreise letztendlich Asylkosten einsparen, weil wir dann eine andere Forderung ja kaputt machen würden oder konterkarieren würden, sagen Stärkung ländlicher Raum. Also das haben wir alles genau im Blick. Und dass die Landkreise eine auskömmliche Pauschale haben müssen, wenn wir keine Spitzabrechnung machen, das ist für uns ganz selbstverständlich. Solche Anträge sind von uns auch noch nie intern in einem Haushaltsausschuss abgelehnt worden. Bei solchen Anträgen ist eigentlich die Regel eine Enthaltung, weil wir dort genau wissen, dass wir dort in einem eigenen Widerspruch uns befinden. Wir wollen die Kommunen und die Landkreise stärken, wir wollen aber eigentlich nicht so viel Geld für Asyl und Integration ausgeben müssen. Also um das mal in Zahlen Ihnen zu machen, es gibt eine kleine Anfrage von mir, die ist von 2010 bis 2016. Da habe ich mir mal erlaubt zu fragen, wie viel Geld nimmt der Freistaat Sachsen vom Bund ein für Asyl und Integration und wie viel gibt der Freistaat Sachsen aufgeschlüsselt nach Haushaltstiteln aus. Und habe daraus eine Differenz gebildet, also das, was der Freistaat Sachsen ausgibt, ohne dass er das erstattet bekommt. Das waren im Jahr 2010 32,5 Millionen Euro und im Jahr 2016 auf der Spitze 465,2 oder 3 Millionen Euro. Weil ich einfach mal wirklich wissen wollte, wie viel wir aus unserem Staatshaushalt, aus den uns zustehenden Steuern und den Bundessonderergänzungsmaßnahmen und dem Europageld, was wir bekommen, was wir sozusagen aus unserem Staatshaushalt bereitstellen. Das überrascht ein bisschen, aber möglicherweise liege ich ja falsch, weil der Freistaat selber die eigenen Kosten immer mit 800 Millionen angegeben hat. Also dann nochmal zur Erklärung, es geht nie darum, was der Freistaat Sachsen ausgibt. Nee, das ist mir schon klar, sondern als Differenz eben. Er bekommt ja auch vom Bund. Klar, aber er gibt da eigentlich, aber ich kann sagen, ich gucke nochmal nach, eigentlich war immer die Frage, was wir als Freistaat pro Jahr reinstecken in das Projekt Asyl und da war man eigentlich fast höher. Aber ich gebe zu, die letzte Kommastelle fehlt mir, da gucke ich nochmal rein. Nochmal zur Erklärung, natürlich geben wir mehr Geld aus. 800 oder 900 oder fast eine Milliarde in der Spitze. Man kann das nie genau ausrechnen, weil man sachlich nicht verteilt. Ich habe schon verstanden, es ist jetzt nur die Frage, warum bei den 800, 900 Millionen, wie vom Freistaat angegeben, schon die Zuschüsse von berechnet in dem oder Jahr, eben nicht. In dem Jahr, wo die 890 Millionen sind, genau in dem Jahr war die Differenz 465 Millionen. Gibt es eine kleine Anfrage, können Sie sich gerne raussuchen, das sind Zahlen sozusagen der Regierung, die sind hier von uns erfunden, einfach um mal zu sehen, was kostet uns das auf unserer Ebene. Ja, gut, jetzt, ich habe weniger eine Frage, sondern eher, ich sage mal, vielleicht können Sie mal sagen, Sie gehören zu den wenigen Fraktionen, und heute haben Sie das wieder betont, die immer davon ausgehen, dass der Freistaat im neuen Haushalt, wie er selbst auch angibt, meiner Ansicht nach aus politischen Gründen, 1,5 Milliarden Griff in die Rücklagen macht. Als Opposition sollte man sich doch fragen, warum erklärt uns ein Freistaat, der gar nicht weiß, wohin mit dem Geld, weinend, dass er in die Rücklagen greifen muss. Und da könnte man ja mal nachfragen, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur ein großer Verschiebebahnhof ist, der unterm Strich dann optisch einen Griff in die Rücklage suggeriert, damit auch Not am Mann. Im Prinzip aber, also Sie halten das nicht für einen Rechentrick, das wäre auch die Frage. Also ein Rechentrick ist das sicherlich nicht. Also was man kritisieren muss, ist, dass eben die Landesregierung keine, sage ich mal, wirkliche Personalentwicklung gemacht hat. Die hat auf der einen Seite über viele Jahre brutal gespart bei der Polizei, bei den Lehrern. Und jetzt versucht man innerhalb kürzester Zeit, das mit viel, viel Geld wieder in den Griff zu kriegen.
Und dieser Reparaturbetrieb ist eben teurer, als wenn man eine normale Personalplanung macht. Das kostet viel mehr, das merken Sie ja auch jetzt mit der Verbeamtung. In das Problem der Verbeamtung wären wir vielleicht gar nicht reingekommen, wenn wir von Anfang an genügend Lehrer eingestellt hätten, damit die Überlastung nicht so groß ist, damit der Druck nicht so groß ist. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir massiv Lehrer fehlen, und jetzt wird Geld reingepumpt ohne End, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das ist das, was man eigentlich kritisieren muss. Also der Herr Unland und die älteren, sag ich mal, Vorgängerregierungen, die haben einfach gespart wie verrückt sozusagen, unter anderem eben auch, um die Rücklagen zu bilden für die Sachsen-LB-Geschichte. Und jetzt wird versucht, wo das Geld da ist. Wir haben von der Sachsen-LB über 800 Millionen Euro, die übrig bleiben, und wir haben natürlich hohe Steuereinnahmen. Jetzt wird Geld rausgepulvert ohne Ende. Das ist das, was man kritisieren muss, dass der Freistaat jetzt investieren muss in diese Defizite, die sich da oft gestaut haben. Das ist eigentlich klar, also das würde ich auch nicht in Frage stellen. Und wie gesagt, noch sind es Rücklagen, also wir machen jetzt keine neuen Schulden, noch sind es Rücklagen, die wir verwenden, aber die Art und Weise, wie das die Regierung macht, die ist eben nicht wirklich professionell. Und das andere ist, die Rücklagen, die bildet man ja nicht aus Langeweile, sondern die bildet man ja, weil die Konjunktur auch mal einbrechen kann. Wir haben zurzeit eine sehr gute Wirtschaftskonjunktur, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen, das wird auch wieder anders werden. Also das zeichnet sich ja schon ab, dass die Konjunktur zu Ende geht, und dann braucht man das Geld eigentlich. Wir hatten einen eigenen Antrag mal für einen Konjunkturfonds gemacht, das ist nicht, also wo die Regierung im Prinzip in guten Zeiten gar kein Geld rausnehmen kann, sondern nur in konjunkturellen Abschwungphasen Geld rausnehmen kann, um den Haushalt zu stützen. Das hat keine Mehrheit gefunden, das ist wahrscheinlich ein Zukunftsprojekt, aber dafür macht man eigentlich die Rücklagen, für konjunkturelle Abschwungphasen und nicht als Reparaturbetrieb. Also um das nochmal mit Zahlen relativ einfach zu erklären, es gibt eine allgemeine Haushalts- und Verstärkungsrücklage. Letzte offizielle Zahl 982 Millionen und ein bisschen. Jetzt kommen 800 Millionen Sachsen-LB dazu, die wir im Haushalt als Zuführung nirgends an keiner Stelle sehen. Der Finanzminister hat gestern im Haushaltsausschuss auf meine Frage dann wieder erklärt, 300 Millionen gehen dorthin, 300 Millionen gehen dorthin, 200 Millionen gehen dorthin. Man sieht sie aber im Haushalt nicht. Er hat ein klares Konzept dazu erklärt, wie er das Geld verwenden will. Das ist nicht da. Wenn Sie jetzt die 982 und die 800 mal summarisch zusammenziehen würden, das ist zwar falsch gerechnet, wären das 1,8. Von denen könnten Sie dann die die einfach erklärt, so kann man es zwar nicht rechnen, aber um es mal für ein Gefühl zu bekommen, abziehen, und da wäre immer noch eine Rücklage da. Das eigentliche Problem daran ist, der Fraktionsvorsitzende hat schon angedeutet, wir beschneiden uns in der Zukunft. Die künftige Staatsregierung muss mit globalen Minderausgaben umgehen, die in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant sind. Der Personalkörper steigt an, Sachsen schrumpft langfristig auch weiter, wenn man mittelfristig in die Zukunft schaut. Und wenn man sich allein den Rechnungshofbericht zu den Erstaufnahmeeinrichtungen mal anguckt, lesen Sie den einfach mal. Dort sind einfach sportlich in der Krise unbefristete Stellen geschaffen worden. Und jetzt hat der Freistaat sozusagen Mühe, weil die Aufgabenfülle dort nicht mehr da ist, die diese Personalstellen sozusagen in anderen Verwaltungsstrukturen im Einzelplan 02 oder 03 unterzubringen. Und wir müssen einfach immer wieder uns auch fragen, obwohl wir mehr Lehrer brauchen, obwohl wir mehr Polizei brauchen, obwohl wir eine veralterte oder überalterte, sag ich mal, Struktur in unserer öffentlichen Verwaltung haben, wir müssen uns mittelfristig immer wieder damit beschäftigen, wie viel Angestellte und Beamte brauchen wir in unserem System. Und es war vorher sozusagen die Zahl 70.000 im Raum, die haben wir niemals erreicht. Und das, was der Rechnungshof jetzt wieder kritisiert, ist, dass wir jetzt einfach eine Kehrtwende gemacht haben und wieder einen Personalaufwuchs erleben, ohne dass wir im Prinzip Aufgabe und Personalbestand mal übereinander gelegt haben in der Breite und gesagt haben, wo entwickeln wir uns mittelfristig hin. Wir stellen Richter und Staatsanwälte ein, um
Den Asylberg abzuarbeiten, ist aber in Anbetracht der Digitalisierung es erforderlich, können wir die Staatsanwälte in 20, in 15 oder in 10 Jahren noch genauso beschäftigen. Das sind im Prinzip Fragen, mit denen wir uns auch mal beschäftigen müssen. Und dafür hat die Staatsregierung keine Lösungen, keine Ansätze und keine Diskussion gebracht, sondern es wird immer nur Geld in die Hand genommen, neue Stellen geschaffen, um letztendlich den sächsischen Bürger vor der Landtagswahl 2019 wieder zu beruhigen. Das ist keine seriöse Politik, das ist sozusagen aktionistische Politik. Dort, wo es brennt, wird mit dem Feuerlöscher reingehalten und der Brand gelöscht. Ja, ich hatte Sie eigentlich auch fragen wollen nach Ihrer Generalkritik, weil Herr Obermann schon andeutete mit den Rücklagen. Jetzt sagen Sie Personal, wo Sie ja auch Stellen jetzt fordern, aber eben perspektivisch müsste man das überdenken. Gibt es denn auch Weichenstellungen positiver Art, die Sie mit diesem Haushalt, die Sie sehen, wo Sie sagen, ja okay, da hier geht das in die richtige Richtung? Na, wir haben im Bereich, das sind ja die größten Brennpunkte, sind ja Sicherheit, also Polizeidienststellen und Lehrerschaft. Das geht in die richtige Richtung. Man muss halt einfach wirklich den Aktionismus kritisieren. Dass wir dort Defizite haben, ist völlig klar. Und dass wir dort jetzt eben auch mehr Ausbildungsstellen schaffen. Der Freistaat ja von sich aus auch. Wir denken, es müssen sie noch mehr notwendig, um dort schnell zum Ziel zu kommen. Und dass wir bei der Lehrerschaft jetzt einfach auch Geld in die Hand nehmen, das ist schon positiv. Das sind große Baustellen, die uns auch schaden, sage ich mal. Also in der Schule, der Unterrichtsausfall, der hat ja Dimensionen angenommen. Es gibt ja keine Schule, wo nicht jeden Tag Unterrichtsausfall ist in irgendeiner Form. Dort muss was gemacht werden. Wir kritisieren nur eben, dass es aktionistisch passiert, dass das deutlich teurer ist, als wenn man von Anfang an eine vernünftige Personalplanung gemacht hätte. Aber dass in diesen Bereichen jetzt was unternommen wird, das ist richtig, muss einfach passieren. Positiv ist auch der Breitbandfonds, die 700 Millionen, die dort angesetzt werden. Aber das ist zugleich negativ. Wenn ich mich vor fast einem Jahr hinstelle und sage, Breitbandausbau wird zu 100% finanziert, wird jeder Bürgermeister in Sachsen, der Breitband haben will und der vermeiden will, die 10% Eigenanteil auszugeben, warten, bis die 100% Förderung kommt. Die kommt ja jetzt auch irgendwann. Im nächsten Jahr. Aber ein kluger politischer Ansatz wäre gewesen, den Mund zu halten und sofort mit diesen Programmen nach außen zu treten. Dann hätte es sozusagen keine Stockung gegeben, denn ein ordentlicher Kämmerer muss natürlich vermeiden, den Eigenanteil zu zahlen, wenn er es irgendwie kann und kann das Geld dann anderweitig ausgeben. Und deshalb sage ich, Investitionen im Breitbandausbau in Sachsen sind richtig, das kann niemand bestreiten, aber so wie es die Staatsregierung gemacht hat, ist es ungeschickt. Ist es sicher, dass es da Stockungen gibt? Naja, doch, die ganzen Gemeinden, die es eigentlich leisten können, die 10% haben, wenn die hören, es wird bald 100% geben, dann warten die natürlich so lange, bis es die 100% gibt. Und das hat ja fast ein ganzes Jahr lang gedauert, von der Ankündigung bis zur Umsetzung. Ja, aber da gibt es doch eine Frist oder ein Datum. Nee, also meiner Ansicht nach, ich will nicht Verteidiger der Staatsregierung sein, das ist nicht mein Job. Aber ich glaube, sie denken auch darüber nach, dass nachträglich dann... Ich glaube, da gibt es ein Datum irgendwas schon. Weil sie das Problem auch gesehen haben. Also zur Nachträglichkeit. Das Problem ist aber eher, das ist jetzt äußere ich meine Meinung, eine Staatsregierung ist seit 2014 im Amt. Wenn man dann irgendwie ein Jahr vor der, oder anderthalb Jahre vor einer neuen Legislaturperiode damit beginnt, ist es zu spät. Aber das kann ich hier sagen, weil das auch oft kommentieren in die Richtung. Also zu dem nachträglichen Anteil, dasselbe haben wir gemacht bei unserem Programm Unternehmen im grenznahen Raum mit Sicherheitstechnik, die investiert wird, zu unterstützen. Und wir haben gesagt, wir wollen auch 2 Jahre rückwirkend, wer bereits investiert hat, dem das erstatten. Haben wir schriftlich von der Staatsregierung, dass das nicht geht. Jetzt bin ich gespannt, wie das die Staatsregierung beim Breitbandausbau selber machen will, dass es doch geht. Denn das Prinzip ist dasselbe. Es ist immer wieder die Frage, wer fordert etwas, wer schlägt etwas vor. Wenn es der falsche Vorschlag gibt, geht es nie. Wenn es der richtige Vorschlag gibt, gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit. Eine Frage zu, weil Sie haben so grundsätzliche Kritik an der Regierung. Und wenn ich jetzt diese
das Änderungsvolumen lese mit den knapp 500, nicht mal 500 Millionen Euro, aha, ich meine es natürlich, ich weiß, 500 Millionen Euro sind schon viel Geld, dann müsste das bei, im Vergleich zu Grünen und Linken eine erheblich niedrigere Summe sein, die sie ändern wollen, als, also als die anderen beiden Oppositionsfraktionen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber 700, 800 Millionen oder so sollten es bei denen sein. Sie haben gerade ja auch ein paar Ansätze der Regierung gelobt. Vielleicht gab es ja auch Änderungsanträge, die Sie nach den Änderungsanträgen aus der Koalition jetzt dann vielleicht zurückgezogen haben oder so. Das wäre meine Frage. Also lieber Tino Moritz, ich sage Ihnen mal, wie das hier lief. Wir hatten eine Fraktionssitzung, alle hatten Wünsche. Und die Wünsche waren auch jenseits einer Milliarde. Und dann habe ich hier irgendwelche Zahlen angeschlagen und habe gesagt, das können wir einsparen. Ich habe mir alle Zahlen genannt, was wir einsparen können. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr entscheiden. Entweder wir machen hier kostenloses Schüleressen für alles, dann fällt alles andere hinten runter. Oder wir beschränken das kostenlose Schüleressen, dann können wir noch alle anderen politischen Forderungen mitbespielen. Also wir könnten wesentlich mehr fordern, können aber mit unserem Ansatz, dass wir sagen, wir können nicht noch mehr Geld ausgeben, als die Regierung eh schon ausgibt, müssen wir sozusagen mit unseren Änderungsanträgen vorsichtig sein. Und der ZEW-Index, ja, das Konjunkturbarometer, ist dreimal in den letzten drei Monaten zurückgegangen. Das ist für Volkswirte, sage ich mal, der erste Anzeichen einer Trendwende in der Konjunktur. Und wenn der Linke und Grüne 700 Millionen oder 800 Millionen Euro mehr ausgeben wollen, dann kommentiert sich das selber. Die haben auch einen Änderungsantrag im FAG, 200 Millionen Euro für zwei Jahre mehr für den ländlichen Raum. Also, aber unser Gesetz, was wir damals eingebracht haben, langfristig auf 12 Jahre das zu machen, das war sozusagen fachlich schlecht, aber das, was die Linken machen, in kurzer Zeit 200 Millionen Euro als Kommunalinvestitionspaket zur Verfügung zu stellen, das ist fachlich gut. So, und deshalb sage ich, da sieht man eigentlich mal, was Politik ist. Es ist kein Wettkampf um die wirklich besten Ideen, sondern es ist ein Geschachere zwischen Opposition und Regierung. Ich würde mal noch zu zwei Punkten aus Ihrer Liste was nachfragen. Einmal das Landespflegefördergeld. Das sind ja schon ordentliche Summen, die Sie aufrufen, die 300 Millionen in den beiden Jahren. Was hieße das denn für den einzelnen pflegenden Angehörigen? Also wenn der, keine Ahnung... 100 Euro pro Monat. Okay. Angelehnt, wie gesagt, an Bayern. Das ist das einzige Bundesland, was sowas macht. Und wir wollten das hier für Sachsen genau. Und das ausgehend davon, dass drei Viertel der Angehörigen, nee, andersrum, drei Viertel der Pflegebedürftigen von Angehörigen gepflegt werden. Okay. Und noch eine Nachfrage zum Modellprojekt Erziehungsgeld. Es gibt ja das Landeserziehungsgeld schon. Was beinhaltet, also geht das Ihr Modellprojekt in eine ganz andere Richtung oder ist das eine Aufstockung des Landeserziehungsgeldes? Das ist eine zeitliche Verlängerung. Also wir wollen, dass das länger ausgezahlt wird, wobei ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf habe. Entweder es steht irgendwo drin oder wir müssen es nachliefern. Also es geht vor allem, dass der Zeitraum, in dem man das Erziehungsgeld bekommt, länger wird. Also okay. Wir wollen, dass die Kinder, wenn der Wunsch besteht, eben auch länger zu Hause erzogen werden können. Das können wir uns vielleicht mal notieren, dass wir das vielleicht nachliefern. Ich habe es nicht im Kopf, also wie, um wie viele Monate das gestreckt wird. Nee, nicht gestreckt, sondern erweitert. Ich habe auch nicht im Kopf, ob die Koalition in ihren Änderungsanträgen, die für Sie ja nicht maßgeblich waren, Sie haben den Regierungsentwurf genommen, vielleicht auch bei den Staatsanwaltschaften was gemacht haben. Also Sie sagen jetzt zusätzliche 50 Stellen für Staatsanwaltschaften. Wissen Sie das so, Herr Bart? Die Regierungskoalition hat am 20. zuletzt alle Änderungsanträge ausgewechselt. Also sehr spät. Ich habe sie noch nie alle lesen können. Ich habe nur den Teilbereich gelesen, der gestern im Haushaltsausschuss, die 4-5 Einzelpläne, die da waren. Und das andere werde ich mir jetzt während der Haushaltsklausur in Ruhe angucken.
Also sagen wir so, wir haben halt die Situation, dass wir gerade wegen der Sachsen-LB hat die Regierung eben halt sehr, sehr viel Spielgeld. Das ist so. Und ich meine, wenn jetzt die Regierung versucht, im Vorfeld des Wahlkampfes einfach auch Forderungen von uns zu neutralisieren, indem sie es einfach umsetzt, dann kann man sagen, das ist erfolgreiche Oppositionsarbeit. Also wenn unsere Vorschläge, die wir für durchaus gut für dieses Land halten, übernommen werden, weil die Regierung Angst vor der Wahl hat, dann haben wir ja eigentlich das erreicht, was man als Opposition erreichen kann. Herr Bartisch hatte diese Erklärung. Sie sagten ja, dass der Finanzminister gesagt hat, von diesen Landesbankgeldern, da gehen so und so viel dahin. Aber das wäre nie abgebildet. Wie meinen Sie das? Es ist jetzt in den Einzelplänen? Es müsste im Einzelplan 15 die Mittel irgendwie in den Staatshaushalt eingeführt werden. Damit sie auch ausgegeben werden können. Und das steht nie drin. Das heißt, es kann nicht sein, dass das bereits in diesem Regierungsentwurf in den Einzelplänen schon mit verankert ist. Es muss irgendwie über diese. Es ist ja ein Sondervermögen, das muss er ja irgendwie als Einnahme in einem Einnahmetitel zuführen. Und diesen Einnahmetitel finden wir nicht. Und auf Nachfrage ist er da auch sehr schwammig. Er erzählt immer, wie er es ausgibt. Und was vermuten Sie da? Fehlt mir da haushalterisch die Kenntnis. Ja, ich vermute, dass das vorbei am Haushaltsgesetzgeber alles gespielt werden soll. Das ist also sowieso ein grundsätzliches Problem hier, dass wir viel zu viele Ermächtigungen haben für die Staatsregierung im Einvernehmen mit der Staatskanzlei, dass wir im Haushaltsausschuss nachträgliche Genehmigungen machen. Wir haben wieder einen neuen Änderungsantrag, der auch durchgehen wird. 2 Millionen Euro für Großereignisse. Haben wir gestern hier diskutiert. Im Benehmen mit der Staatsregierung können 2 Millionen Euro ausgegeben werden. Da wird nicht benannt, was für ein Ereignis das sein könnte. Einfach Sport, Kultur, tralala. Das sind 2 Millionen, die der Haushaltsgesetzgeber aus seiner Spielmasse heraus der Staatsregierung in die Hand drückt und sagt, du kannst damit machen, was du willst. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute in der CDU, SPD, die ja da dem wahrscheinlich zur Mehrheit verhelfen in so einem Ausschuss und dann auch im Plenum, dass die eigentlich wissen, um was für ein Großereignis es geht? Und dass sie da außen als Opposition außen vorgehalten werden? Ich hatte das Gefühl, dass sie das selber nie wissen, sondern dass sie selber das Problem haben, dass es Anfragen gibt und dass man keine vernünftigen Haushaltstitel hat, aus dem man was nehmen kann und dass deshalb so ein Haushaltstitel geschaffen werden soll. Aber Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit bedeutet, dass sozusagen der Haushaltsgesetzgeber auch wissen will, für was das ausgegeben wird. Ich habe zum Beispiel gestern gefragt, soll damit der Skiweltcup in Dresden unterstützt werden? Antwort: Nein. Dann fiel das Wort. Dann fiel das Wort Sachsenring. Dann fiel das Wort Chorfestival in Leipzig. Mehr fiel da nie. Das kann auch ein Großkonzert von Helene Fischer rein theoretisch sein, wenn man davor. Und ich habe ja auch ich habe zu dem Titel gesagt, dass im Prinzip still und heimlich eine Erweiterung von So geht Sächsisch außerhalb sozusagen des eigentlichen Haushaltstitels. Und so könnte man viele Sachen finden, wo ich einfach sage, der Haushaltsgesetzgeber, was der Sächsische Landtag ist, ist hier durch viele Fondskonstruktionen oder auch durch viele allgemeine Haushaltstitel von etlichen Entscheidungen ausgenommen. Das kritisieren ja auch die Grünen global und haben viele Änderungsanträge eingebracht, womit sozusagen die Kompetenz des Haushaltsausschusses respektive des Parlaments wieder gestärkt werden sollen. Welche Summe ist das so, eine Ermächtigung insgesamt? Das geht über eine Milliarde. Wenn Sie Zukunftssicherungsfonds und alles sehen, wenn das Geld immer drin ist, da gibt es einen Beschluss, das Geld ist drin. Und dann gibt es im Haushaltsausschuss Vorlagen. 50 Millionen für Schulhausbau. Die Vorhaben dahinter. Und da können wir die Hand heben und Ja sagen. Für die Breitbandchor, also hier Chor 1 bis 5 und 6 vom Bund, die Landesfinanzierungsmittel dazu, die Gemeinde, handheben, ja. Also da gehen hunderte Millionen sozusagen weg. Ich sage auch nie, dass das politisch
falsche Sachen sind, die da gemacht werden. Aber der Haushaltsgesetzgeber, der sitzt auf der Seite der Elbe und nicht auf der anderen Seite der Elbe. Und das ist der Eindruck, das wird manchmal hier in Sachsen vergessen. Ich möchte mal ganz kurz da nachfragen. Also diese Sachsen-LB-Reste, gehen die auch direkt, Ihr Verdacht, in diese Töpfe rein? Oder? Nee. Wissen Sie nicht? Ich glaube, nee, das wird, ja, ein Teil davon geht auch, 300 Millionen wandert auch in den Zukunftssicherungsfonds hinein. Genau. Rücken auch noch, oder? Ja, das ist ja im Prinzip alles dasselbe, ja, also von der Struktur her. Das wird einmal etabliert und dann kann im Prinzip die Staatsregierung Gesetze machen, wo die Verwendungszwecke erweitert, geändert werden und damit ist man total flexibel außerhalb des eigentlichen Haushaltes, weil das Geld aus dem Staatshaushalt als solches in den Nebenhaushalt geführt wird. Aber das ist eigentlich das Modell Unland schon seit vielen Jahren. Das Modell Unland hatte ja auch einen Vorteil. Als es Sachsen, sag ich mal, schlecht ging, war der Ansatz, Investitionen zu verstetigen. Der ist auch vernünftig. Aber wenn man im Prinzip den gesamten Investitionshaushalt letztendlich in Nebenhaushalten abbildet, dann hat der Gesetzgeber gar keinen Einfluss mehr auf die Investitionsquote, wenn man es mal böse sieht. Und dort, sage ich mal so, muss man den Haushaltsgesetzgeber mittel- und langfristig wieder stärken. Das bedeutet, Sie brauchen eine parlamentarische Mehrheit, die das genauso sieht. Also ich glaube auch, dass das andere Oppositionsparteien ähnlich sehen. Also, nee, das reicht dann eben. Mein Hinweis war, Sie müssen erst mit den CDU Ihre Kollegen hier im Landtag, dass Sie sich das Heft des Handels in erster Hand nehmen lassen. Das ist ja die große Kunst. Wir hatten ja den Ansatz gesagt, wir wollen einen Konjunkturfonds haben, wo die Regierung eben nicht nach Belieben, zum Beispiel in der Wahlkampfzeit, auf diese Fonds zugreifen kann, sondern nur, wenn wirklich eine konjunkturelle Delle da ist. Also beim Aufschwung sind diese Fonds dann eben nicht nutzbar durch die Regierung, solange die Steuereinnahmen sprudeln, sondern nur, wenn wir einen konjunkturellen Abschwung haben. Da haben wir keine Mehrheit dafür gefunden, aber das wäre im Sinne, sage ich mal, der wirtschaftlichen Stabilität der bessere Ansatz. Weil jetzt haben wir eben die Situation, wir erleben es ja auch gerade mit diesen Ausgaben hier, die Regierung kann diese Nebenhaushalte im Wahlkampf einfach einsetzen, um mit der Gießkanne Geld zu verteilen und alle froh zu machen. Ich glaube, die Regierungskoalition ist ganz stolz darauf, dass man so eine Vorbehalte im Haushaltsausschuss hat, zum Beispiel Straßenbau oder wo Sie gesagt haben, da kann man die Hand heben im Haushaltsausschuss. Das muss vor Jahren anders gewesen sein. Also es ist jetzt schön, vor Jahren gab es vielleicht noch nie, dass es eine Liste gab, welche Straßenbauprojekte das sind. Also ich neige dann, wenn ich die Liste sehe, auch zu gucken, wie viel mal SOE, wie viel mal steht der eigene Landkreis drin. Schön, er ist dabei, okay. Das ist eine Verbesserung zu früher. Aber es ist nicht, dass ich sagen würde, das Königsrecht, der Haushalt, ist im Sächsischen Landtag vollumfänglich abgebildet und wird vollumfänglich diskutiert. Und da habe ich nie von Beteiligungsunternehmen geredet. Ja? Also Ermächtigung, was man in Beteiligungsunternehmen reinstopfen kann und was man dort als Bürgschaften geben kann. Ich meine, da haben wir auch etliche Sachen, wo ich sage, oh weh, oh weh, oh weh, da schlummern mittelfristige Probleme fernab der Meißner Porzellanmanufaktur. Ja? Ich sag's mal, Obersächsische Schifffahrtsgesellschaft will einen Hafen in Riesa bauen. Ja? Wir können uns ja mal angucken, wie sehr die Elbe schiffbar ist. Ja? Also macht das überhaupt Sinn, strategisch? Könnte man ewig drüber diskutieren. Gibt es noch Fragen? Können wir auch andere Fragen stellen? Ich will noch eine Haushaltsfrage stellen. Darf ich noch eine Haushaltsfrage stellen? Haushaltsfrage. Wir ging gerade um Erfahrungen früher. Also, Sie haben vor 2 Jahren ja schon mal so einen Haushalt gehabt, so einen Doppelhaushalt und sich eingebracht. Sie haben sich damals im Plenum, glaube ich, mit irgendwelchen Änderungsanträgen, die haben Sie alle störrisch im Plenum eingebracht und da für eine Überlänge der Sitzung gesorgt. Damals war das Personal noch ein bisschen anders bei Ihnen. Wissen Sie schon, wie Sie es diesmal halten, wenn, wie ja zu erwarten ist, im Haushaltsausschuss Ihre Änderungsanträge keine Mehrheit haben? Nee, wir haben uns genau dazu in der Fraktion verständigt und wir werden uns diesmal vor allen Dingen auf die Dinge konzentrieren, die politisch relevant sind. Also die ganzen Umschichtungen, die
letztendlich zur Refinanzierung unserer Änderungsanträge reingekommen sind. Die werden wir nur dann besprechen, wenn sie eine politische Relevanz haben, ansonsten nicht. Also größte politische Relevanz, alles, was Asyl betrifft? Ja. Nee. Ja. Gibt es im Einzelplan zwei. Auch was denn du? Nein. Ja, nein. Die Streichungsvorschläge im Bereich Asyl, die werden wir auf alle Fälle einbringen und besprechen. Er meint nur, es gibt auch andere Streichungsvorschläge außerhalb von Asyl, die auch eine politische Relevanz haben. Ich dachte schon, Sie sind zerschritten. Also ich muss ehrlich sagen, in dem Punkt habe ich eine andere Meinung in der Fraktionssitzung vertreten, aber ich sage es mal so, wir haben Meinungsvielfalt in der Fraktion, haben am Ende eine Meinung und die wird nach außen getragen. Und ich finde das nie störrisch, alle Änderungsanträge vorzutragen, sondern es ist konsequent, wenn man einen gegengedeckten Haushalt vortragen will, dass man das auch bis ins Plenum hineinträgt. Es gibt nur zwei Tage Zeit dafür, das sollte man im Hinterkopf haben. Wir nehmen das ernst mit dem Haushalt. Das unterstelle ich Ihnen auch, aber bleiben trotzdem nur 48 Stunden für alles. Das ist eher eine finanzpolitische Frage, aber ich richte sie trotzdem an Herrn Urban. Es geht um die Kritik an Ihrer Partei, was die Großspenden anbelangt. Wie sehen Sie es selbst? Sind Sie da beunruhigt? Halten Sie es für übertrieben, die Kritik? Wie auch immer. Also ich habe als Landespolitiker keine Detailinformationen. Ich denke, die Kritik ist überzogen. Vor dem Hintergrund dessen, was die anderen Parteien gerade was Umgang mit Spenden angeht und mit Zuwendungen hinter sich haben. Wir haben dort wahrscheinlich formale Fehler gemacht und ich denke, diese formalen Fehler, die müssen dann eben auch so abgearbeitet werden und wenn dort Bußgeldzahlungen notwendig sind, dann ist es so. Aber das Geld ist zurückgezahlt worden, also wir haben dort unterm Strich sozusagen davon nicht profitiert und insofern halte ich das schon für ein bisschen übertrieben, die Diskussion, die da darum jetzt geführt wird. Also wir sind eine Rechtsstaatspartei, also wenn da Regelverstöße gewesen sind, dann müssen die geahndet werden, das ist überhaupt keine Frage, aber der mediale Sturm, der da jetzt entfacht wird, den halte ich für völlig übertrieben und politisch motiviert. Gab es sowas auch in Ihrem Landesverband, solche Zuwendungen? Nee, also bei uns sind die Kassen sauber. Also wir haben jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass das eben so hochkocht und auch uns auch selber nochmal versucht klarzumachen, was bei uns gelaufen ist und dort gibt es keine Auslandsspenden sozusagen, die nicht ordentlich deklariert sind. Beziehungsweise der Herr Hütter hat mich darauf hingewiesen, wir hatten mal, aber nicht in der Größenordnung Zuwendungen aus dem Ausland, die wir einfach zurücküberwiesen haben, kurzfristig, weil sie nicht zuordnenbar waren. Aber das war eine ganz andere Größe, ich denke mal 2000 Euro oder so, also nicht in der Dimension. In Rudel, oder? Naja, Frau Kretje war ja eine fleißige Schweizreisende, deswegen. Da gibt es keine Frau mehr? Doch, ich habe noch eine Frage. Ja. Auch wenn ich darf, eine Parteifrage. Es wird ja diskutiert, sich von der jungen Alternative irgendwie zu trennen. Auf Bundesebene offensichtlich, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie stehen Sie denn dazu? Naja, ich bin schon dafür, dass wir das gründlich aufarbeiten. Also weil wir brauchen keine extremistischen Tendenzen innerhalb unserer Partei. Und die junge Alternative ist ja bei uns eine satzungsmäßig angegliederte Organisation. Und dort würde ich schon gerne abwarten, was das bringt. Also wir haben ja in einigen Landesverbänden, sage ich mal, die Auflösung mehr oder weniger schon beschlossen. Und ob man das insgesamt macht oder nicht, das muss eine Entscheidungsgrundlage sein, wo das auch für alle Landesverbände aufgearbeitet wird. Also ich stehe dem weder positiv noch negativ gegenüber, weil für mich ist es wichtig, dass wir wissen, was läuft da. Ist es notwendig sozusagen, so einen großen Schnitt zu machen oder nicht? Wenn es nicht notwendig ist, würde ich natürlich die Arbeit, die jungen Leute da bisher reingesteckt haben, nicht kaputt machen wollen. Auf der anderen Seite, wenn dort aber tatsächlich in der Fläche, sage ich mal, uns da was herangewachsen ist, was wir nicht gutheißen können, dann ist so ein Schnitt vielleicht auch notwendig. Aber das kann ich zum heutigen Stand einfach nicht sagen. Was glauben Sie, wie das dann vonstatten gehen soll? Das ist ja auch schon ein bisschen schwierig, oder müsste man ja neue gründen?
Naja, wir müssen nicht zwingend eine neue gründen. Also wir haben die Diskussion ja in vielen Kreisen oftmals gehabt, wo dann so 3-4 junge Leute sagen, wir wollen JA gründen, wo dann der Kreisvorstand auch sagt, mach doch einfach mit. Also tut das nicht immer nur noch eine parallele Struktur. Das ist ja auch aufwendig, mach doch einfach bei uns mit und gut, ihr könnt ja eure eigenen Straßenstände machen oder so. Also die Diskussion darüber, ob wir die Jugendorganisation jetzt schon brauchen oder nicht, die ist ja auch noch nicht mal abgeschlossen. Wir sind eine relativ junge Partei, wir haben noch gar nicht so wahnsinnig viele Mitglieder, ob man jetzt wirklich eine eigenständige Jugendorganisation braucht oder nicht. Gibt es verschiedene Meinungen dazu. Also ich denke mal, wenn sich am Ende jetzt herausstellt, dass das eben wirklich ein Feld ist, wo innerhalb der Partei sehr viel, sagen wir mal, Extremismus sich sammelt, dann wäre ich sogar dafür, das aufzulösen, weil das braucht man nicht, das schadet uns. Sondern es ist vielleicht wahrscheinlich wirklich besser, wenn die jungen Leute an die vorhandenen Parteistrukturen angebunden sind. Auf der anderen Seite, man macht das ja auch, oder man lässt das ja auch deshalb zu, weil man den jungen Leuten auch einen Entfaltungsraum geben will, wo sie selber entsprechend ihrer Interessen und ihrer, sage ich mal, auch miteinander Dinge entwickeln können. Also das ist ja hin wie her. Also man hat eben das Risiko, dass sich dort Parallelstrukturen entwickeln, die man nicht will. Auf der anderen Seite hat man eben eine Möglichkeit für junge Leute, unter sich zu sein und dort vielleicht auch effektiver Nachwuchs zu werden. Das hat Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, ich kann mich da zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht festlegen, weil ich gerne erstmal abwarten möchte, was die Auswertung bringt. Aber wenn man, also nochmal ganz kurz, wenn man auf Bundesebene diesen Beschluss fällt, dann müssten die Landesverbände das umsetzen. Ja. Umsetzen für ja. sich wiederum. Ja. Ja. Also dazu kommt ja noch, das ist eben das, auf der einen Seite ist das eine satzungsgemäße sozusagen innerparteiliche Organisation, auf der anderen Seite hat die junge Alternative natürlich auch die Möglichkeit, Mitglieder aufzunehmen, die gar nicht AfD-Mitglieder sind. Also wir haben dort ohnehin, sage ich mal, eine Mitverantwortung für eine Gruppe von Leuten, die gar nicht AfD-Mitglied sind. Das ist ohnehin anstrengend, also weil dort haben wir auch gar nicht als Partei die Möglichkeit zu prüfen, was die für einen Hintergrund haben. Und wir haben vor allen Dingen auch nicht die Möglichkeit, als Partei mit Parteiordnungsmaßnahmen zuzugreifen auf Leute, die gar nicht Parteimitglied sind. Das macht es problematisch. Also wie gesagt, eine Jugendorganisation ist wunderbar, weil man da eben auch einen einfacheren Zugang zu jungen Menschen hat, aber hat eben auch die Risiken, dass man dann dort einen Rucksack an Leuten mit dabei hat, auf die man eigentlich gar keinen Zugriff hat. Sehen Sie da besondere Probleme in Sachsen mit extremistischen Tendenzen bei der Jugend? Oder? Naja, wir haben ja ohnehin das Problem, dass bei uns in Deutschland eine ganze Menge Dinge strafbar sind, Meinungsdelikte, die in anderen Ländern der Welt überhaupt nicht ins Strafrecht fallen. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen und die jungen Leute sind natürlich auch gerade aus ihrer Jugend heraus oftmals freier und unbedarfter mit dem, was sie sagen und dass sie eben das auch aussprechen und was sie denken, dass dort automatisch dann eben mehr Angriffsflächen sind. Und da muss man dann im Einzelfall tatsächlich prüfen, ist das, sage ich mal, einfach nur eine freie Meinungsäußerung, eine freie Diskussion oder steckt dort wirklich sozusagen eine extremistische, auch, sag mal, grundgesetzfeindliche Tendenz dahinter. Das macht Mühe, dahinter herzugucken, aber das ist auch notwendig. Und sag mal, das, wie gesagt, ich habe es schon beschrieben, das Problem ist, die sind zwar bei uns als satzungsgemäße Organisation erfasst, wir haben aber sozusagen nicht den ordnungsrechtlichen Zugriff. Also ich kann auch dort nur bedingt Rechenschaft mir einholen und mit Ordnungsmaßnahmen kann ich eben manchmal gar nicht zugreifen, weil eben eine ganze Menge Leute in der JA keine AfD-Mitglieder sind. Dann danke fürs Kommen.